Schönen guten Abend, es ist 18.10 Uhr. Ich freue mich, euch alle hier zu begrüßen. Ich gebe gleich das Wort an Arno weiter. Ich bin André Stern, der Sohn von Arno. Er hat diesen neuen Vortrag für euch erarbeitet in langer, geduldiger Zusammenarbeit mit meiner Schwester. Sie sind da extrem eifrig und eigentlich sehr eindrücklich. Der Vortrag ist noch ganz frisch, der wurde noch nie auf Deutsch gehalten. Es ist für mich eine große Ehre, meinen Vater einzuführen, der mit seinen 96 Jahren all diese moderne Technik nicht nur versteht, sondern beherrscht. Ich werde jetzt kurz die Technik wechseln, ich werde kurz verschwinden. Es wird das Bild von den, also der Bildschirm, auf dem ihr dann die Bilder des Vortrages sehen werdet, erscheinen und dann kommt Arno an meiner Stelle. Also wir sind nur ganz kurz weg und gleich wieder da. Hören. Jetzt bist du dran. Jawohl, gut. Guten Abend. Dass die Menschen seit je Spuren erlassen haben, ist allgemein bekannt. Des Öfteren waren sie in sichere Höhlen eingetragen und noch heute werden sie von vielen Besuchern als Kunstwerke bewundert. Sie sind als der Ursprung des Kunstschaffens angesehen. Das ist aber nicht richtig, das wollte ich jetzt noch nicht zeigen, aber es macht nichts. Was hat die Menschen zu diesen Darstellungen veranlasst? Sollte wohl das Gebildete verewigt sein? Sollte es später Lebende erreichen, ihnen etwas verkünden? Die zu ihrer Gestaltung eingesetzte Mühe scheint ein Beweis für diesen Wunsch zu sein. Es kam also nicht nur auf die genussbringende Fähigkeit des Spurenerzeugens an, das Dargestellte verfolgte zweifellos den Zweck des Zeigens. Alle Kulturen spiegeln sich in Werken wider. Zwecklose oder dem Zeigen ungeeignete Spuren kann man sich kaum vorstellen. Die Spur entstand immer in der Rolle des Zeigens. Mit anderen Worten, sie spielte seit je eine vermittelnde Rolle. Bis in eine sehr naheliegende Entwicklung war das möglichst naturgetreue Darstellen
das erstrangige Bestreben des Kunstschaffenden. Sich von einem begabten Künstler porträtieren zu lassen, war das Verlangen eines jeden Vermögenden. Die Fotografie löste diese Rolle ab zugunsten anderer Kunsteigenschaften, nicht aber die Rolle des Kunstwerkes, denn die späteren Erzeugnisse des Künstlers, selbst wenn sie eine herausfordernde Rolle spielen, sind an einen erstrebten Empfänger gerichtet. Die Spur ist unverändert in dieser verbindeten Rolle geblieben. Diese ausführliche Betrachtung soll auf die Tatsache hinweisen, dass die im Malort stattfindende Spur etwas nie zuvor Geschehenes ermöglicht hat, nämlich eine Spur, die keine Aufnahme erstrebt, nur geschieht zur Befriedigung des sich Äußernden. Ich unterscheide zwischen einer der Kommunikation dienlichen Spur und einer nur als ein Ablauf geschehenden Spur. Eine solche ist unüblich, ist unerprobt. Und ich möchte darauf hinweisen, dass sie eine entscheidende Rolle spielt. Erstaunlich ist allerdings, dass sie unerprobt geblieben ist. Ich bemühe mich also, Ihnen den Unterschied zwischen der Vermittlungsspur und der Ausdrucksspur zu zeigen. Ich muss Ihnen als erstes erzählen, wie ich das erfahren habe. Nämlich sofort nach dem Krieg kam ich nach Frankreich in meine Adoptivheimat zurück. Es wurde mir eine Arbeit in einem Heim für Kriegswaisen angeboten und ich war beauftragt, den Kindern das Zeichnen beizubringen, neben einem Pianisten, der sie mit Musik belehrte. So stand ich also vor den Kindern in einem kleinen Raum, in dessen Mitte sich ein Tisch befand, von Schemeln umgeben. Ich habe von einigen Geschehnissen dieser Zeit Fotografien und zeige sie Ihnen, damit Sie dem damaligen Geschehen beiwohnen können. Hier also eine der ältesten Aufnahmen. Ich verteilte kleine Blätter und Stifte und sollte einen Auftrag des Psychologen ausführen lassen, nämlich jedes Kind sollte 3 Zeichnungen machen. Erstens ich, zweitens ich und meine Familie und drittens eine freie Zeichnung. Das war das einzige Mal, dass ich etwas vorgeschrieben habe. Und dann wurde mit Ölkreiden aus Amerika und später mit Wasserfarben stundenlang gemalt. Eines Tages wollte ein Kind ein größeres Blatt Papier. Es war zu groß für die Tischplatte und ich habe es an der Wand befestigt. Auch davon habe ich eine Aufnahme und kann sie Ihnen hier zeigen. Das wollten auch die anderen Kinder natürlich. Ich habe Tisch und Schemel entfernt und eine Reihe kleiner Farbschälchen in der Mitte des Raumes auf ein Brett gestellt. So kam eine unerprobte Einrichtung auf und aus ihr ist dann das Malspiel entstanden. Später ist das Waisenhaus geschlossen worden und dann fand ich eine Wohnung in der Stadt und das kleine Wohnzimmer richtete ich am Donnerstag als Malatelier ein. 150 Kinder kamen jede Woche und erlebten das Malspiel. Und nach einigen Monaten hatte ich den Mut, eine verkommene Metzgerei zu übernehmen und sie umzubauen. Und so
entstand die berühmt gewordene Donnerstagakademie, von der in den Medien die Rede war und die zu den damaligen Sehenswürdigkeiten von Paris gehörte. Der von den bunten Wänden umgebene Raum war aus dem praktischen Bedürfnis entstanden, 150 Kinder auf große Blätter malen zu lassen. Nichts dringt in diesen schützenden Raum ein, nichts, das von der Außenwelt stammt. Der Mensch ist gegen alles Fremde geschützt. Das war Folge dieser Einrichtung, nichts weiter Beabsichtigtes. Aber es wurde mir klar, dass diese Bedingungen wesentliche Folgen haben. Ich bemerkte, dass sich die hier ermöglichte Äußerung unterscheidet von anderswo stattfindenden, von Kinderzeichnungen, so wie diese hier, von zu Hause, aus der Schule, aus Pflegestätten. Noch ein weiteres Beispiel dieses Ursprungs. Aus dieser rein praktischen Erwägung also ist der abgesonderte, schützende Raum entstanden. Erst viel später erkannte ich die Folgen, die Eigenschaft dieses Raumes. Wesentlich sind die Voraussetzungen, unter denen die Kinder zeichnen. Der im Malort gebotene Schutz, der alles Zudringliche verhindert, fördert hingegen das der Person eigene, das hier hindernislos zur Äußerung treibt. Die Person erlebt diese paradieshafte Geborgenheit inmitten der anderen Gegenwärtigen. Die Gemeinschaft ist nicht verringernd, nicht einschränkend. Ganz im Gegenteil, sie ist fördernd für das Selbstbewusstsein, das mit dem eines jeden anderen vereinbar ist. Hier stehen das eigene und das mit anderen geteilte im erquicklichen Einklang. Die Spontaneität ist hier lebensberechtigt und nicht wie in von der Vernunft bestimmten Alltag verachtet und abgelehnt. Meine Absicht ist, sie in die Formulation einzuführen. Allein die Kenntnis der Formulation ist bereichernd und sie hat entscheidende Folgen. Das Erleben der Formulation ist ein bereicherndes, unvorstellbares Abenteuer, das ich jedem wünschen möchte. Sie werden die Tragweite dieses Erlebens ermessen, wenn Sie erfahren, was die Formulation zur Äußerung bringt. Etwas Unerprobtes, etwas Unerfahrenes. Ich stelle des Öfteren Besuchern die Frage, was ist die älteste in ihrem Gedächtnis eingetragene Begebenheit? Oder ich sage, welche ist die älteste Begebenheit, an die sie zurückdenken können? Die Person überlegt und nennt schließlich etwas, das sich auf ihr viertes Lebensalter bezieht. Eine andere Person kommt bis auf 3 Jahre zurück. Vorangegangenes entzieht sich ihrem Zurückdenken. Es ist unlängst von der Neurobiologie bestätigt worden, dass das Gedächtnis höchstens bis ins zweite Lebensalter reicht. Aber zuvor, als Embryo, in der Zeit der Bildung des Lebewesens, und die Geburt und die ersten Monate und Jahre nach dem Eintritt und dem Erleben in der Außenwelt, davon sollte also keine Spur unserem Ersuchen verbleiben. Unser Anfang ist uns fremd.
Wir sind dessen gewissermaßen beraubt worden. Wir sind wie ein Buch, dessen 30 erste Seiten herausgerissen worden sind, und wir beginnen es auf Seite 31 zu lesen, sind Menschen ohne erkennbaren Anfang. So wäre es. Jedoch besitzen wir neben dem Gedächtnis eine Erinnerung. Ich spreche von der organischen Erinnerung. Darin ist von allen Begebenheiten unseres Seins eine Spur eingetragen. Und diese Erinnerung besitzt eine Äußerungsmöglichkeit, nämlich die Formulation. Das entschwunden Geglaubte ist zurückgewonnen. Der aus dem Paradies Vertriebene kehrt wieder in das geweihte Paradies zurück. Ermessen Sie wohl, welche Erfüllung das bedeutet? Und diese auf eine so natürliche Weise zu ermöglichen, ist für mich eine beglückende Rolle. Es war mein Verlangen, Ihnen das mitzuteilen. Ich habe noch etwas zu verkünden, nämlich, dass die Formulation nicht einen Anfang besitzt. Es ist behauptet worden, die ersten Spuren der Kinder seien Kritzeleien. Manche bezeichnen sie verächtlich als Gekritzel. Keinem von den Autoren, die Kinderzeichnungen beschrieben haben, ist aufgefallen, was ich ermittelt habe. Nämlich, dass die Formulation einen doppelten Anfang hat, die Giruli und die Punktili. Ich hatte die Bestandteile der kindlichen Spur erkannt und wollte eine Aufstellung davon anlegen, sozusagen eine Übersichtstafel. Aber während ich vielen Abläufen folgen konnte, blieben manche Bestandteile Außenseiter. Es gelang mir nicht, sie in den gesamten Ablauf einzureihen. Sie hatten keinen Ursprung. Das betrübte mich und ich ging ihm nach. Und ich fand schließlich die bahnbrechende Lösung, nämlich, dass die Formulation nicht einem Anfang entwächst, sondern dass sie zwei Anfänge besitzt, die Giruli und andererseits die Punktili. Als ich das erkannt hatte, war alles ihr Angehörende untergebracht. Die Giruli entstehen aus einer wuchtigen Drehbewegung. Die Punktili entstehen aus einem hastigen Beklopfen der Papierfläche. Bei den Anfängen folgen schrittweise alle anderen Gebilde. Auf dieser Schematafel sehen Sie, wie es weitergegangen ist. Den Giruli entwächst die spätere abgerundete Spur, deren Anfang und Ende sich verbinden, sodass die erste Figur entsteht. Je nach Zusammentreffen beider Enden ist es eine runde Figur oder eine Tropfenfigur. Das verfolgen Sie auf dieser Schematafel. Andererseits wird aus der Menge von Aufschlagepunkten eine gewisse Anzahl von mehr oder weniger langen Strichen. Das verfolgen Sie hier auf dieser Schematafel. Und aus dieser Menge wächst ein Strich hervor, der von oben nach unten durch den Raum fließt. Später verbindet er sich mit anderen Strichen und so bilden sich auch daraus Erstfiguren, wie auf der Schematafel ersichtlich ist. Die Erstfiguren bilden eine zahlreiche Familie der Formulation. Sie stellen nichts Beabsichtigtes dar,
so wenig wie die hier gesammelten Petroglyphen. Aber es kann vorkommen, dass dem Kind eine Ähnlichkeit auffällt zwischen dem Gebilde und einem von ihm erblickten Gegenstand. Selbst wenn das Kind ihn nennt, trifft das nur beiläufig und oft vorübergehend zu. Wesentlich ist jedenfalls in erster Linie ihre Beschaffenheit, nicht die Absicht. Und ihre Entwicklungsmöglichkeit ist vorbestimmt. So die Strahlenfigur, die der runden Figur entwachsen ist. Neben der Strahlenfigur entsteht die sogenannte Grätenfigur. Die eine ist von der anderen herausgefordert in dieser oder in der umgekehrten Reihenfolge. Noch weitere Beispiele von Erstfiguren. Nebeneinander die Spur von einem Kind und dasselbe Gebilde aus der Steinzeit. Zum weiteren Vergleichen Beispiele von meinen Aufenthalten bei unverschulten fernen Bevölkerungen. Sie beweisen die Universalität der Formulation. Ich überspringe, ich nenne, welchen Ursprung sie haben. Kanada, Mauretanien, Peru, Niger, Afghanistan, Äthiopien, Guatemala, Mexiko, Neuguinea. Ich zeige noch andere Gebilde, die aus den zuvor gezeigten entstanden sind. Nenne Ihnen hier, was ich den Behälter nenne. Wenn Sie auch hier sehen, und daneben steht, darüber steht der Ursprung. Ich erwähne hier Raumbegrenzungen und als erstes das, was ich als einschränkende Raumbegrenzungen bezeichne, das auf dieser Schematafel im unteren Teil angegeben ist. Das sogenannte Bogentrazat und das Trichtertrazat. Sie sehen sie ganz unten auf der Schematafel. Hier sehen Sie 20 Beispiele des Bogentrazates aus dem Malort von verschiedenen Kindern natürlich. Jetzt haben Sie das Bogentrazat aufgenommen und finden es auch hier wieder, und zwar in der Darstellung der Taufe. Hier sehen Sie, wie sich ein der Formulation angehörendes Gebilde in die Kunst verirrt hat, der ich es entnommen habe, um ihre der Formulation angehörende Rolle zu beleben. Ein anderes Trazat, das sogenannte Trichtertrazat, als Raumgeschehen in der Formulation in 20 Beispielen aus dem Malort.
Und hier Trichter Tracciati in 5 Darstellungen der Taufe. Die Verengung, 16 Beispiele aus dem Malort. Und hier haben Sie 5 Beispiele der Verengung in der Darstellung der Taufe. Eine Übersichtstafel, die den Behälter zeigt, mit Beispielen aus dem Malort. Und hier sehen Sie 5 Behälter in Bildern der Taufe. Und als nächstes 5 Bilder mit der Strahlenfigur als Behälter, ebenfalls dem Bereich der Kunst entnommen. Eine andere Begebenheit der Formulation, die Trennung auf der Tafel, die die verschiedenen Rollen des Weges zeigt, in der 2. Reihe gelb angegeben, auseinandertreibende Wege. Ich lasse Sie das betrachten, verschiedene Rollen, die der Weg spielt und die, welche uns jetzt interessiert, haben Sie natürlich erkannt. 3 Beispiele von Trennungen. Erstens 2 Wege aus dem Haus ziehend, zweitens abgerundete Beine und drittens eine romanische Nixe. Diese Entzweiung sehen Sie hier in Beinen bei vielen Menschen. Und hier genau vergleichbar mit dem, was ich Ihnen gezeigt habe, sehen Sie hier die Nixen. Noch andere Beispiele mit ähnlich gebildeten Nixen. Der Formulation gehören 70 Bestandteile an. Dazu gehören 2 Farben. Einerseits gelb mit rot verbunden und andererseits blau. Sie gehören als Lichtraum und als Wasserraum der Formulation an. Sie sehen es auf dieser Schematafel. Und hier nun haben Sie 2 Reihen, oben den Lichtraum und darunter den Wasserraum. Das Lichtgeschehen und die Erweiterung davon, die Verstärkung, erst war es nur angedeutet und jetzt ist es sehr wuchtig geworden. Der blaue Wasserraum kommt des Öfteren bei der Darstellung der Arche Noah vor. Das beweisen Ihnen die hier gezeigten Bilder. Im Ablauf der Formulation folgen den Erstfiguren, die ich Ihnen zuvor gezeigt habe, die Bilddinge. Sie haben eine Übersichtstafel vor Augen und können das verfolgen. Das Haus mit seinem Weg, mit dem Weg, der aus dem Haus hervorgewachsen ist. Und der lang werden kann, schauen Sie, wie er durch einen riesengroßen Raum gezogen ist. Und in seiner sich verstärkenden Rolle kann die ursprüngliche Verlängerung der Tür zu einem Raumweg wachsen, der den gesamten Raum betrifft.
Schauen Sie, wie weit die Ausdehnung führen kann. Alle ursprünglichen Grenzen überschreitend. In der Gesamtentwicklung ist der Raum anfangs noch nicht begrenzt. Alsdann entstehen die Raumbegrenzungen und später in der Reifezeit der Hauptfiguren überschreitet die Äußerung jegliche Begrenzung. Eine Übersichtstafel, die die Hauptfiguren zeigt. Die Ausdehnung folgt einem unwiderstehlichen Drang und ist ein grenzenloses Schwingen, ist die Äußerung ausströmender Energie. Diese von mir gezeigten Begebenheiten haben Sie wohl überrascht. Die Formulation ist Ihnen aber jetzt etwas vertrauter und Sie möchten wohl noch mehr davon erfahren. Es ist möglich, dass Ihnen sogar Ikonen näher gekommen sind. Der Äußerung des Kindes begegnen Sie vielleicht auf eine neue Weise. Der Malort ist Ihnen vertrauter, ist Ihnen erstrebenswert. Sie erleben das Malspiel in Gedanken, denn Sie haben eine Vorstellung des vom Kind Erlebten. Vielleicht möchten Sie mehr wissen vom Malort, von der Formulation, von der Ausdruckssemiologie. Oder fühlen Sie sich vom Beruf des Malspieldienenden angesprochen und lassen sich von mir dazu ausbilden? Die Formulation gehört der Zukunft an. Sie wird die zukünftige Lebensweise verändern. Der Konsum- und Wettbewerbgesellschaft wird eine anders veranlagte Gesellschaft folgen. Im Malort ist sie schon gegenwärtig, wo sie eine erfreuliche Zukunft verbildlicht. Ich fühle mich glücklich bei dem Gedanken, Sie bei dieser Entdeckung begleitet zu haben. Und verlasse Sie mit diesem Bild des Malortes. Ich stelle mir vor, dass das zu Fragen veranlasst hat, dass sie angeregt hat. Und ich bin nun zu Ihrer Verfügung, um auf jede Frage einzugehen. André wird wohl die Frage nun. Ich werde alle Fragen, also ich wollte nur, dass ein wenig Zeit vergeht, weil das alles eigentlich sehr berührend und emotional ist. Ja. Jetzt sind wir in einer anderen Konfiguration, wo ihr an oder seht. Und ihr könnt jetzt eure Fragen eintippen. Ich sehe sie, ich werde sie vorlesen, damit sie alle hören und Arno auch und sie beantworten kann. Jawohl. Also bitte, zieht los.
Es wurde gerade eine Frage gestellt, ich weiß nicht, ob es genau in unserem Rahmen passt, aber ich stelle sie, welche Interessen hat gerade Ihr Enkelkind Antonin? Welche Interessen, für was interessiert sich Antonin? Aha, ja, für vieles, ich möchte sagen, für alles, was ihm entgegenkommt. Aber vielleicht kann Ihnen sein Vater davon erzählen. Das ist hier nicht die Idee, dass ich rede. Doch. Die Idee ist, dass man dir jetzt Fragen stellt. Ja gut, ich meine, jedes Kind entdeckt die Welt, jedem Kind tritt schrittweise in diese Welt ein und erfährt und erprobt und erlebt natürlich dementsprechend. Ja, und wenn der Erwachsene das natürlich verfolgt, dann ist es auch für den Erwachsenen eine Bereicherung. Ja, ich mache kein Inventar auf von dem, was ein Kind oder dieses Kind interessiert. Ich würde sagen, alles interessiert ein jedes Kind. Und wenn man sich darauf einlässt, ist es eine Ermutigung für das Kind, sich für vieles weitere zu interessieren. Ich könnte Ihnen also wirklich nicht sagen, was er bevorzugt. Ich könnte Ihnen natürlich aus seinem Leben erzählen, aber das ist ja nicht die jetzige Beschäftigung, dass ich Ihnen sage, wie er seine Tage verbringt, was im Vordergrund steht. Heute dies, vielleicht an einem anderen Tag etwas anderes und so weiter. Vieles jedenfalls. Er ist zu allem zugänglich. Vieles kommt in seinem Leben vor, manches regelmäßig, manches sind bevorzugte Tätigkeiten und anderes gelegentliche. Aber ich würde keinesfalls jetzt eine Aufstellung davon machen und schon aus der Angst, dass es ein Vorbild sein könnte, dass es ein Beispiel, ein zu verfolgendes Beispiel sei und dass man nun, weil das nun für Antonin so wichtig war, dass man glaubt, es sei es gleichermaßen für alle Kinder. Das ist es nicht. Nächste Frage. Ja? Wie gehen die Kinder damit um, dass die Bilder im Malort bleiben? Das ist selbstverständlich. Das ist Voraussetzung. Das ist abgemacht mit den Eltern. Also ich möchte hinzufügen, wie kommt ein Kind in das Malspiel? Natürlich, die Eltern haben davon erfahren und wir machen eine Verabredung und dann lade ich die Eltern ein, zu mir zu kommen, ohne das Kind und den Malort anzuschauen. Auch das Kind könnte dabei sein, aber das ist nicht nötig, ist nicht nützlich. Und dann erkläre ich den Eltern, was hier vorgeht, was das Malspiel von allen anderen Spielen unterscheidet. Und ich mache darauf aufmerksam, unter welchen Bedingungen das Malspiel geschehen kann. Also was ausgeschlossen ist und was nützlich ist. Ja, und dazu gehört als allererstes die Regelmäßigkeit und die Dauerhaftigkeit. Also man kann sich nicht für eine Probestunde eintragen. Das ist ausgeschlossen. Man trägt sich für mindestens ein Jahr ein. Möglicherweise sind es dann 10 Jahre oder noch längere, eine noch längere Periode im Leben des Kindes. Aber ein Jahr, das ist Voraussetzung. Und während eines Jahres gewöhnt sich das Kind natürlich ein und alles ist für das Kind selbstverständlich. Also das ist mal die Grundlage. Ja gut, und dann gehört dazu natürlich, dass nie eine Spur, die im Malort entstanden ist, den Malort, den schützenden Ort verlässt. Das ist selbstverständlich. Und ein Kind, was soll es denn mit dem gemalten Bild anfangen? Ja, wenn man es natürlich daran gewöhnt, wenn man daraus ein Kunstwerk macht, das heißt, wenn man es als ein Werk betrachtet, das von anderen empfangen wird, ja, dann ist es eben so wie anderswo. Aber hier ist es eben genau anders als an anderen Orten, als in der Schule, als in irgendwelchen Institutionen. Hier ist abgemacht, dass das Kind etwas hier erlebt
und dass es nie diesen Ort verlässt. Und das ist selbstverständlich. Was sollte das Kind denn damit anfangen? Was soll es denn mit seiner Spur tun? Dann wäre sie ja als ein Werk betrachtet. Aber das soll ja nicht geschehen. Hier werden keine Werke angefertigt, sondern hier erlebt das Kind etwas. Und nur das Erleben ist wichtig. Nur das, was hier geschieht, während des Ablaufes. Es gibt kein Nachher, weil es nicht eingeführt worden ist und weil etwas anderes so wesentlich ist. Und das ist normal. Das ist normal für jeden, dem man es angeboten hat. Die nächste Frage ist, wie verläuft die Ausbildung momentan, insbesondere der praktische Teil? Wie verläuft die Ausbildung derzeit, praktische Teil? Der praktische Teil mit Beispielen natürlich. Wir haben erstmal haben wir sehr viele Aufnahmen, die jede Begebenheit des Malspiels zeigt, sodass man also alles illustrieren kann. Jede vorkommende Lage ist illustriert. Und dann haben wir natürlich auch Filme, in denen das Malspiel sich abspielt. Und das ist natürlich sehr wesentlich auch, dass man dem Malspiel beiwohnen kann. Ja, was wäre eine andere Möglichkeit, selbst das zu erfahren? Das ist nicht unbedingt nötig. Ich würde nicht sagen, dass die Person, die nun das Malspiel erlebt, dass sie geeigneter ist, um die dienende Rolle zu spielen. Es ist nicht ausgeschlossen, beides kann geschehen, aber es ist nicht grundlegend. Also ich würde nicht sagen, dass eine Person, die das Malspiel erprobt hat, dass sie nun geeigneter ist für die dienende Rolle. Das ist nicht nötig. Ich möchte zur Ausbildung auch kurz was sagen, dieser neuen Ausbildung. Ja. Sie ist ganz anders als die... Entschuldigung, die ist ganz anders als die, die ihr vor Ort gekannt habt. Die 10 Tage am Stück waren ja sehr, sehr anstrengend. Ab dem 3. Tag eigentlich sehr anstrengend. Jetzt sind es 5 Wochenenden. Das heißt, es gibt mehr Material, aber mehr Zeit, um dieses Material zu verdauen. Man hat die ganze Woche, die 5 Tage der Woche, um sich zu erholen von den Wochenenden. Ja. Und wir haben mit großem Staunen festgestellt, dass die Online-Ausbildung eigentlich intensiver und tiefgehender ist als die Ausbildung vor Ort. Und der praktische Teil, vor Ort in Paris, wo man dem beiwohnen konnte, wie der Malort verläuft, da konnte man nicht sicher sein, dass alle alles gleichzeitig sehen, was man eigentlich sehen sollte. Und durch die neuen Vorträge, die Arno und Elona entwickelt haben und durch den Film, den wir mit Erwin Wagenhofer gemacht haben, dann kann man auch sicher sein, dass alle gleichzeitig sehen, wie man eintaucht, wie man einen Reißnagel entfernt und so weiter. Also für die Praxis des Malortes ist die Online-Ausbildung